Ihr schaut den Level TV mit dem Toshiba Journey 7 Zoll Tablet-PC. Hier beim Konrad für 249 Euro erhältlich, auch im Online-Shop natürlich. Es hat einen 7 Zoll Bildschirm, kapazitativ 1 GB internen Speicher, den man erweitern kann über einen SD-Kartenslot. 2200 mAh Akku, der 2 Stunden Video-Playback kann und 4 Stunden Musik-Playback, soweit von Toshiba online angegeben ist. Hier steht allerdings 14 Stunden interessanterweise. Weiß nicht, worauf sich das jetzt bezieht, wahrscheinlich für den Standby-Modus. Dann haben wir Wireless BG, es wiegt nur 450 Gramm und ja, schaut euch die kompletten Daten einfach auf Toshiba bzw. endevil.com an und hier ist das Gerät. Es war schon mal auf der IFA ausgestellt, diese Docking Station, in der ihr sie hier sehen könnt, die kann man separat kaufen. Hier als Journey Touch TV Kit mit Fernbedienung, dadurch kann man dann auch über HDMI das Signal ausgeben von YouTube und den ganzen Programmen, die es hier gibt. Also hier kann man dann Strom anschließen und HDMI und hier hinten kann man noch einen Stift drauflegen, weil dadurch, dass es kapazitiv ist, kann man es auch mit einem Stift benutzen. Dann haben wir hier auf der rechten Seite als Eingänge einmal Stromeingang, Power-On, USB für normale USB-Sticks, einen SD-Kartenleser und ein Mini-USB standardgemäß, damit man auch Daten auf den 1 GB Speicher hier übertragen kann, einen Kopfhörerausgang. Hier haben wir einen Lautsprecher, Stromanzeige hier unten, Lautsprecher ist hier oben und auf der anderen Seite bzw. auf allen anderen Seiten haben wir hier nur nach unten zur Dockingstation diesen proprietären Plug, der so ähnlich ausschaut wie der von den iPods, aber bestimmt nicht kompatibel ist. Ich denke mal, das daneben ist ein Kennsenken und sonst ist es überall ein Alu-Look. Es gibt 6 verschiedene Farben, in denen es zu kaufen geben wird, rot, schwarz. Unter anderem hier haben wir die Alu-Version und ja, schauen wir uns ein paar Programme an. Unter anderem haben wir natürlich den Opera-Browser drauf, der nicht funktionieren will, weil wir kein WLAN haben, aber Internet Explorer haben wir auch und da könnt ihr sehen, man kann kein Multitouch machen, sondern man kann nur hier im Menü, na, vorhin kam hier noch ein Menü, normal kann man hier rein und rauszoomen, nehmen wir es nochmal. Es reagiert ganz gut und genau, hier kann man zoomen, rauszoomen und dann wieder normale Bildschirmgröße anzeigen lassen bzw. Menüoptionen. Dann haben wir Messenger drin, Einstellungen gibt es leider nicht sehr viele, man kann WLAN einstellen, HDMI einstellen, Bildschirmhelligkeit, Sprache, Ton, das Bild kalibrieren, Systeminformationen. Wir haben Firmware-Version 1.000, 2 GB internen Speicher, wie ihr sehen könnt. Und nicht 1 GB, wie es angegeben wurde. Und die MAC-Adresse, die ist eigentlich jetzt nicht unbedingt wichtig. Und ja, gehen wir zurück zu den restlichen Programmen. YouTube haben wir das Standard-YouTube-Programm. Wir haben hier jetzt leider kein Internet, von daher können wir hier eigentlich generell durch ein paar Optionen durchgehen, also Kategorien durchgehen, aber auch suchen. Hier ist die On-Screen-Tastatur, die man verschieben kann. Reagiert ganz gut, wenn man es mit dem Fingernagel macht. Und gehen wir wieder zurück. Dann gibt es noch einen Videoplayer. Es sind leider keine Videos vorinstalliert. Aber das ist eigentlich ein ganz normaler File-Browser unter Musik. Könnten wir jetzt unter Music sagen, alles abspielen. Aber es ist leider keine Musik wieder drauf. Dann haben wir einen Calculator. Taschenrechner. Ja, schaut ganz okay aus. Kann man bestimmt benutzen. Weather Channel wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, weil wir kein Internet haben. Genau. Radio ist ein Internet-Radio-Player und Flickr funktioniert auch nicht, weil wir da auch Internet für brauchen. Picasa. Hier, das ist vielleicht noch ganz interessant. Hier kann man Nachricht hinterlassen, indem man einfach. Also man kann hier so Sticker erstellen. Das kennt ihr von EPC schon. Eine Nachricht eingeben und das dann irgendwo hinkleben. Farben ändern und so weiter und so fort. Ganz schick. Und sonst Magneten halt hier so verschieben. Sachen löschen. Und ja. Das dann in der Küche stehen lassen. Kalender haben wir noch.
Das sind alles vorinstallierte Programme. Also wenn ihr es für 249 Euro kauft, wird es so ausgeliefert. Im Kalender könnt ihr natürlich Sachen eintragen. Nicht sehr ausführlich, aber besser als nichts. Und E-Book Reader, vielleicht noch das Interessanteste, auf dem 7 Zoll Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung muss man hier im Menü ein Buch auswählen. Es sind zwei schon vorinstalliert. Wird es kurz geladen und man kann es im Landscape Mode anschauen, beziehungsweise im Portrait Modus auch. Da muss man auch wieder hier ins Menü gehen und sagen drehen. Genau, und dann kann man das Ganze auch so lesen. Genau, das war das Toshiba Journey Touch 7 für Endeavil TV mit Balaschgal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja.